Hallo bei Lisas Leute vom Tag der offenen Tür am Umweltcampus Birkenfeld. Gerade bei mir ist Christina Blome von AboWind. Christina ist Projektleiterin für Windenergie. Kannst du uns was über AboWind erzählen? Ja, AboWind ist ein Projektentwickler für Windkraftanlagen. Wir haben auch einen kleinen Bereich in Biogasabteilung, aber hauptsächlich spezialisiert auf Windkraft. Wir sind seit 15 Jahren jetzt mittlerweile in der Branche. Unser Firmensitz ist in Wiesbaden, noch mit einer Zweitstelle noch in Heidesheim. Wir sind europaweit tätig, haben mittlerweile sogar auch Argentinien mit drin und planen und initiieren eben Windkraftprojekte und Biogasprojekte von der ersten Akquise, sprich man sucht sich Flächen, wo noch überhaupt was möglich ist zu planen, bis zum schlüsselfertigen Bau, dass die Anlagen errichtet werden und auch die Betriebsführung sowohl technisch als auch kaufmännisch übernimmt die AboWind AG. Das passt ja gut zum Umweltcampus. Warum war es euch denn wichtig, heute hier dabei zu sein am Tag der offenen Tür und euer Unternehmen zu präsentieren? Also zum einen, weil wir auch Projekte in der Region haben. Also wir haben halt schon Projekte Windkraftparks erstellt, zum einen in Berglicht und auch Thaling und sind auch dabei, die Windparks noch zu erweitern und auch in der Verbandsgemeinde Birkenfeld noch Windparks zu planen. Und zum anderen sind auch einige Kollegen von mir hier, die am Umweltcampus Birkenfeld studiert haben und mittlerweile bei uns arbeiten. Eine wichtige Frage für unsere Absolventen und Studierenden. Was gibt es denn für Berufs- und Karrieremöglichkeiten bei euch im Unternehmen und können sich Absolventen beider Fachbereiche, also Umwelt, Wirtschaft und Recht und Umweltplanung und Technik bei euch bewerben? Ja, also besonders Umweltwirtschaft im Bereich so BWL gibt es Möglichkeiten in der Finanzierung und auch der kaufmännischen Betriebsführung. Und Umwelttechnik kann man auch gut in der technischen Betriebsführung und auch besonders in der Planung eben. Ingenieure und so weiter können sich sehr gerne bewerben. Super, vielen Dank. Dann hoffen wir, dass viele Absolventen demnächst bei AboWind mitarbeiten. Und ja, noch einen schönen Tag hier am Umweltcampus Birkenfeld, beim Tag der offenen Tür und nachher vielleicht beim Festival. Und tschüss von mir. Vielen Dank.